So, ich habe euch doch versprochen, darf ich euch sagen, ich habe euch doch versprochen, dass ich sage, was ist dieser ominöse dritte Weg der zweiten Scientists for Future? Ja? Das bedeutet erstmal der Grundgedanke. Die Professoren haben herausgefunden, dass der Grundfehler ist, dass wir seit 400.000 Jahren eigentlich immer dann Gewinne ausschütten, wenn die Welt geplündert wird, wenn sie ausgebeutet wird, wenn unsere Gesundheit ignoriert wird und unsere Lebensqualität ignoriert wird und irgendwie Geld gemacht wird. Und das ist ein Baufehler des Systems, sagen die Professoren. Es muss genau umgedreht sein. Wenn mein Arzt, mein Pharmakonzern mir in Zukunft hilft, gesünder zu leben, seltener krank zu werden, meine Lebensqualität messbar zu erhöhen, weil ich vielleicht in Zukunft Wohlfühlnoten abgebe, dann müssen die größten Gewinne ausgeschüttet werden und dafür müssen dann die Konzerne auch die Umwelt reparieren, heilen und wieder ganz machen, die Umwelt. Denn in einer kranken Umwelt bleiben auch die Menschen nicht gesund. Ja? Wie findet ihr diesen Grundgedanken? Das war jetzt ganz kurz schon mal der Grundgedanke. Hört sich erstmal sinnvoll an, ja. Ja, also vom Sinn her macht das auf jeden Fall, klingt das ja erstmal plausibel. Jetzt sage ich mal ganz kurz, wie man sowas praktisch macht. Stellt euch vor, da vorne wäre die Hausarztpraxis meines Hausarztes. Da würde er mir kostenlose Spaß machen. Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Alles kostenlos anbieten, damit die Menschen so eine Art Gesundheitsclub entsteht, ja, rund um seine Praxis, wo die Leute gerne hingehen, Spaß haben und über Gesundheit vieles lernen. Ja? Und wenn dann die Leute seltener krank werden, wir dadurch nachweislich 70 Milliarden jedes Jahr einsparen können dadurch, ja? 70 Milliarden jedes Jahr, und wir davon 50 Milliarden rüber tun, zum Beispiel ins Klima, kriegen wir auch diese Klimaneutralität und den Kohlestopp 26 hin. Das ist so die Grundidee. Also leuchtet euch der Gedanke ein? Könnt ihr euch dieses neue Gesundheitssystem vorstellen? Ja, das schon, aber ich glaube nicht, dass das Hauptproblem im Gesundheitssystem ist. Also ich glaube, die meisten Leute werden krank wegen ihrer Arbeit und nicht, weil sie zu wenig Sport machen oder weil sie sich zu ungesund ernähren. Das kommt natürlich noch dazu, aber das ist ein guter Ansatz, aber das reicht auf jeden Fall nicht. Ja, wie kommen Sie auf die Idee, dass die Arbeit schneller krank macht als die Ernährung? Denn die Professoren, mittlerweile Spitzenprofessoren, sagen, dass sie allein 50% aller Krebserkrankungen vermeiden können, nur durch die Ernährungsumstellung. Nur durch die Ernährungsumstellung können die 50% aller Krebstoten verhindern. Ja? Wie kommen Sie auf die Idee, dass die Arbeit da... Und manche Professoren sagen, dass 70% aller Erkrankungen ernährungsbedingt sind, der Rest ist bewegungsbedingt, sicherlich auch die Arbeit, aber auch die Umweltgifte. Also alles zusammen erzeugt Krankheit. Und Professor Völpe sagt, die Menschen können eigentlich 127 Jahre alt werden, werden aber nur 87, weil die Summe aller Gifte, Ernährungsgifte, Bewegungsmangel, Gifte in der Luft, Gifte in den Produkten, Glyphosat und so weiter, alles zerstört, raubt uns 40 gesunde Lebensjahre. Und wie kommen Sie auf die Idee, dass die Arbeit, denn alle Professoren sagen nicht, die Arbeit ist der schlimmste Faktor, aber sie ist ein Faktor. Wie kommen Sie auf die Idee, dass das der schlimmste Faktor sei? Nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Also ich denke, dass die Summe aller Probleme, die Krankheit, ja, aber es kommt halt auf die Krankheit an. Also es gibt halt unterschiedliche Krankheiten. Es gibt auch Berufskrankheiten, Asbestose, ja. Da haben Sie sicherlich eine Berufskrankheit. Das ist eine lupenreine Berufskrankheit. Aber in der Masse ist es wahrscheinlich so, dass die Berufskrankheiten vielleicht 10% ausmachen und die Ernährungskrankheiten vielleicht wieder 60% ausmachen und so weiter, ja. Ja, aber wenn man sich die Leute anguckt, die schlecht ernährt sind, dann sind das häufig die, die auch kein großes Einkommen haben. Das heißt, die Ernährung, die zum gesunden Lebensstil führt, die ist für den Großteil der Bevölkerung überhaupt gar nicht realisierbar. Das heißt, an der Arbeit sehe ich, an der Arbeitsstruktur, die wir im Moment haben, sehe ich ein großes Hindernis dafür, dass sich Leute überhaupt gesund ernähren können. Jetzt sind wir beim interessanten Thema. Wissenschaftler sind ja natürlich sehr präzise, ja, und die sagen natürlich, es gibt eine Korrelation zwischen denen, die sich falsch und schlecht ernähren und krank werden, und einem geringeren sozioökonomischen Status. Diese Korrelation ist unbestritten. Die Wissenschaftler untersuchen natürlich dann aber, welche Kausalität liegt davor? Was ist der Ursache für was? Und dann hat man festgestellt, dass man hat nämlich Experimente gemacht, dass eine kerngesunde Ernährung, ich habe da selbst teilgenommen,
Was schätzen Sie, was ich ausgegeben habe für eine sehr gesunde Ernährung, allerdings ohne ganz teures Bio? Nur so die gesündeste Ernährung, die man sich essen kann, wenn man jetzt nicht dieses Luxus-Bio kauft. Was schätzen Sie, was ich da für jeden Monat ausgeben musste? In Deutschland jetzt nur. Jeden Monat? Weiß nicht. 10 bis 15 Euro am Tag. 15 Euro am Tag wären 450 Euro im Monat. Ich habe gebraucht 100 bis 150 Euro im Monat, um mich voll gesund zu ernähren. Denn Nutella ist viel teurer als Gemüse und Obst. Ja? Wenn ich gesundes Gemüse esse, gesundes Obst, ja? dann bin ich viel billiger, als wenn ich McDonald's esse und Nutella esse. Das ist das teuerste von allem. Aber jetzt passen Sie auf, die Kausalkette haben die Professoren so gefunden. Die Menschen mit dem niedrigen sozioökonomischen Status können sich schlechter wehren gegen diese massenmäßige Werbepropaganda, die sagt, wenn du deinem Kind Nutella gibst, wird er aus dem Fußballweltmeister. Die einfachen Leute glauben solche Botschaften leichter, während ihr sie hinterfragen würdet, glauben die leichter. Und deswegen, die lassen sich leichter manipulieren. Und das ist der Kausalzusammenhang. Denn teurer ist es nicht, sich gesund zu ernähren, es ist eher billiger. Also die meisten armen Leute ernähren sich enorm teuer, weil sie kein Gemüse essen, kein Obst essen, was esse ich noch, Nüsse sind auch nicht so teuer, ja. Das Teuerste sind diese ungesunden Sachen. So eine Currywurst am Stand, die kostet enorm viel Geld. Ja? Die machen krank. Ja? Aber wie möchte diese Alternative denn gegen diese kapitalistische Propaganda vorgehen? Im Prinzip würde sich ja die Werbung gar nicht mehr rechnen. Wenn der Rewe-Händler nur noch dann am meisten Gewinnausschüttung bekommt, er bekommt also kurz gesagt von der Krankenversicherung, ich bin doch Mitglied einer Krankenversicherung. Wenn ich jetzt zum Alnatura gehe und ab und zu zum Rewe und mit meiner Einkaufskarte festgestellt wird, wo ich was kaufe und dann geguckt wird, ob der Alnatura mir besser gesundheitlich tut oder der Rewe, oder die Kunden, die typischerweise zu Rewe gehen, werden verglichen mit den Kunden, die typischerweise zu Alnatura gehen. Und dann guckt man, wie die sich gesundheitlich entwickeln. Und wenn die bei Alnatura sich gesünder entwickeln, kriegen der Alnatura einen größeren Gewinnzuschlag von der Krankenkasse, die für mich zuständig ist, von den anderen Krankenkassen. Und dadurch wird der Händler sagen, Alnatura oder Rewe, beide werden sagen, es interessiert uns nicht mehr, wofür sie Werbung machen. Wir bringen in unserem Markt nur noch die Sachen nach vorne und nehmen auch in unserem Markt nur noch die Sachen auf, die richtig Gewinn bringen. Natürlich, wenn die Leute nach Nutella verlangen, haben wir unten in der Ecke auch noch Nutella stehen. Ja? Aber wir bewerben das nicht mehr und wir fördern das nicht mehr. Und dann werden die Firmen sagen, ja hoppla, dann ist es vielleicht doch besser, wir stellen unsere Produktion, gehen weg von den ungesunden Sachen und gehen mehr auf den gesunden Markt rüber. Ja? Und dann kriegen wir dann viel weniger Werbung und die gesamten Prozesse, das abschließend sagen, ich kann jetzt nicht die gesamte Geschichte dieses Weltrates erzählen, aber was die in 51 Jahren erforscht haben, läuft am Ende auch hinaus, dass Werbung völlig verschwindet. Weil Werbung rechnet sich ja nur, wenn ich Leuten billigen Mist teuer verkaufen will, der in Wirklichkeit deren Gesundheit schädigt, ja. Wenn ich die Gesundheit fördern will, ja, sozusagen, und damit meine Gewinne mache, rechnet sich ja Werbung nicht mehr, die ja immer eine Lüge beinhaltet. Ja, und dann verschwindet Werbung. Also wir gehen davon aus, dass in einigen Jahrzehnten nach dieser Reform es gar keine Werbung mehr gibt, weil sie sich nicht mehr rechnet. Wozu soll ich Werbung machen, wenn ich am Ende nur durch gesunde Leute verdiene? Warum soll ich sie dann belügen? Ja? Und Werbung ist immer Lüge. Leuchtet euch der Ansatz, also abschließend vielleicht, dieser Grundansatz, nicht mehr zuzulassen, dass im freien, wilden Markt das Plündern der Erde und die Zerstörung eurer Gesundheit Gewinne bringt, Pharmakonzerne, ja? Das nicht mehr zulassen, sondern die Wirtschaft so zu lenken und Gewinne zuzulassen, ja, aber nur noch für die Förderung eurer Gesundheit, und zwar für die bewiesene Förderung, nicht für eine behauptete. Es geht uns nicht um Greenwashing und irgendwelche Lippenbekenntnisse. Es muss an den Zahlen gemessen werden, wenn ihr seltener krank werdet, als bei eurer Vorgeschichte und familiären Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre. Stell dir vor, du hättest in der Familie, du wärst eine Brustkrebsfamilie. Ja? Eure ganze über Generationen hättest.
Und wenn du den Krebs nicht bekommst, dann gibt es viel Geld für den Arzt, und ja, der dir geholfen hat, das nicht zu bekommen, wo doch alle anderen es bekommen haben in der Familie. Und so wird dann belohnt. Ja? Es werden Daten gemessen und es wird festgestellt, ob man dir wirklich geholfen hat, gesünder zu leben. Und wenn das bewiesen ist, gibt es gutes Geld. Aber für alles andere gibt es kein Geld mehr. Wie findet ihr von der Sympathie her diesen Grundansatz? Ja, wie gesagt, an sich hört sich es erstmal sinnvoll an, aber ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist, so in unserem System. Ich finde es auch sehr erstrebenswert, aber in Betracht der Großkonzerne, wie die mit Überproduktion und Kapitalakkumulation umgehen, glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Ich sage euch jetzt die Formel. Es gibt nur einen Weg, wie das schaffbar ist, sagen die Professoren. Hier müsste jetzt Greta Thunberg stehen, hier Merkel. 50 Journalisten hier, ja, und eine Pressekonferenz, und Greta würde nur einen Satz sagen. Lasst uns alle diskutieren über diesen dritten Weg der zweiten Scientists for Future, in jeder Talkshow diskutieren. Und wenn den die Mehrheit der Menschen gut findet, dann setzen wir den um. Und jetzt pass auf. Und natürlich müssen wir jeden Pharmakonzern und jeden Konzern, der dadurch Verluste erleidet, durch diese Transformation, über diese Umstellung hinweg helfen. Wir müssen die natürlich teilweise entschädigen. Wenn die dagegen sind, die haben die Macht. Also die uns entschädigen, weil die den Zustand der Erde jetzt so halten, wie wir ihn. Eigentlich müssten die ja uns entschädigen, weil die ihre Profite gemacht haben auf der Grundlage unserer Schädigung. Aber das kriegen wir nicht durch. Wenn wir das fordern würden, dann würden die sagen, dann sorgen wir mit unseren Lobbyisten und mit unseren Killern dafür, dass das nie Realität wird. Ja? Sondern wir müssen sagen, wir helfen euch, diese neue Gesellschaft, die auch für euer Leben besser ist, einfach hinkriegen zu können, ohne dass ihr dabei pleite geht. Und wir helfen euch dabei. Und dann können die zustimmen. Also die Professoren glauben, mit einem Gegeneinander kommen wir nicht durch, nur mit einem Miteinander. Wenn wir denen jetzt sagen, ihr habt uns krank gemacht, wir enteignen euch, dann werden die mit aller Kraft dagegen kämpfen. Wenn wir ihnen aber sagen, nein, wir stellen das ganze System auf Gesundheitsförderung um und wir helfen euch bei euren Umstellungen. Eure Konzerne müssen sich ja völlig neu aufstellen, neu umstellen. Und wir helfen jedem dabei, dann kann es gehen. Und nur daran glaube ich, also an solch einen Transformationsweg, kann man verstehen, dass das eine Chance ist. Stellt euch vor, Greta stände wirklich konkret her. Und ihr wisst, wie die Journalisten an ihren Lippen hängen. Also ich sehe in dem kapitalistischen Rahmen eine große Gefahr, dass wir, wenn aus dem Bereich der Gesundheit noch eine Lobby gemacht wird, noch ein weiterer Markt, worauf Großkonzerne noch mehr Geld machen können. So ist es im Moment. Also im Moment ist es so, dass mit dem alibimäßigen Gesundheitsgetue neuer Profit gemacht wird, der wieder zur Schädigung der Menschen führt. Aber wenn die Daten wirklich vom, jetzt kommt der Player ins Spiel, der Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem wir ja auch unsere Wahlstimme anvertrauen. Ihr wisst, dass ihr eure Wahlstimme dem Statistischen Bundes- und Wahlamt, dem Bundeswahlleiter anvertraut. Wenn der damit Schindluder treiben würde, wäre jede Wahl in Deutschland getürkt. Also wäre falsch. Ja? Also wir brauchen eine sichere Instanz, wo wir zuverlässigen Daten haben mit polizeilicher Kontrolle des Ganzen und so weiter. Und wenn die sagt, dieser Konzern hat jetzt darauf hingewirkt, dass die Menschen tatsächlich gesünder entwickeln, da dürfen wir Gewinne hinausschütten, und der andere hat es nicht getan, er hat nur so getan, als ob. Nur so geht das. Also wir müssen natürlich den Kapitalismus, dürfen ihn nicht mehr so weiterlaufen lassen. Wir müssen einen staatlich gelenkten, das nennt sich menschlichere, sozialere Marktwirtschaft. Die müssen wir machen. Leuchtet das so ein bisschen ein? Ja. Können wir uns darauf zum Schluss einigen, dass es zumindest diskussionswürdig ist, über diesen neuen dritten Weg nachzudenken? Auf jeden Fall. Ja. Alles klar.